Ihr habt eine Riesenstückzahl bauen lassen. Hier ist der Tiefeinsteiger mit Rohloff elektrisch, einer 14-Gang-Getriebeschaltung, Wahnsinn, made in Germany das Ganze, einem Riemenantrieb und dem Bosch Performance Line Motor, das Ganze auch noch gesteuert mit einem Wahnsinns-Display. Was ist hier für ein Display? Das ist das Intuglia-Display von Bosch. Ja, wir sind bei Majid Bark, 100 Jahre Switchback Bornemann. Ihr feiert Jubiläum und habt das Ganze mit einer Airgabel dann noch versehen, einer Luftfedergabel mit drin. Ihr habt eine Cane Creek Sattelstütze gefedert mit Elastomer mit drin. Das ist also auch nochmal eine Besonderheit und ganz viele Extras, die wir in einem anderen Video schon gezeigt haben. Ein richtiger Ständer ist mit dabei. Guter Reit, ein Familienbetrieb. Genau, so sieht's aus. Aus Bielefeld. Aus Bielefeld. Bielefeld gibt's nicht, gell? Ja, aber das ist ja ein alter Spruch, das ist ja überholt. Also jedes Mal, wenn ich in Bielefeld bin, sagen die das. Aber ich verstehe es nicht, aber irgendwie, die verstehen die Bielefeld. Die Stadt, die es nicht gibt. Ist das gut verarbeitet, das Fahrrad? Das Fahrrad ist perfekt verarbeitet. Für den Preis, also da kannst du wirklich wenig noch reinmachen. Du hast ja schon gesagt, sowohl bei dem Sattel als auch bei den Griffen. Wir haben hier Ergon-Griffe. Wir haben eine Supernova-Lampe mit Fernlichtfunktion. Wir haben die Rohloff, auch die elektrische. Wir haben den Bosch Performance. Wir haben Luftfederung vorne, breite Bereifung. Du kannst hier über Schotter, Wald, alles fahren ohne Probleme. Das Fahrrad ist ein Allrounder. Du hast natürlich auch ein Rahmenschloss. Also es fehlt wirklich an dem Fahrrad. Also so viel Fahrrad kriegt man zu dem Geld wirklich selten. Du kannst dann auch mit dem Luftdruck kannst du dann auch nochmal anpassen, wo du das überall fahren kannst. Zum Beispiel, wenn du jetzt Waldwege hast, dann ist der Luftdruck ein bisschen geringer dann. Kannst du machen, genau. Dann federt das auch nochmal ein bisschen. Und du federt und die Auflagefläche ist breiter. Ist breiter. Man kann es aber auch ganz schnell fahren. Also wenn du den Luftdruck erhöhst, dann wird es sehr schnell. Der Reifen halt sehr hart und dann hast deine Auflagefläche nur noch das hier bei dem Big Man. Gut, du hast eine Luftfederung drin, die würde ja einiges wegnehmen. Und die kannst du sperren dann quasi auch. Kann man sperren. Hast du halt ein starres Rad, dann fährt sich ja noch direkter, sage ich mal. Also 4.399 und das ist kein Witz. Also kein Witz deswegen, weil allein die Rohloff liegt so 1.500 bis 2.000 Euro elektrisch, die E14. Aber die Besonderheit hier in Verbindung mit der Anzeige im Display, zeig mal bitte. Und zwar, wenn ich schalte, hier vorne ist die Schaltung drin. Dann kannst du quasi zwischen den Gängen schalten. Warte mal ganz kurz. Jetzt muss mal booten hier. Ja, hat jetzt funktioniert. Da unten sieht man es. Also ihr könnt es vielleicht sehen. Gang und du kannst halt auch durchschalten, wenn du willst. Auch kein Problem. Warte mal kurz. Ich halte mal kurz drauf. Bitte mal kurz machen. Mach mal. So, 100 Jahre Switchback Bornemann. Dieses Jahr. Davon hast du einige 100 jetzt da. Farben, schwarz auch? Damen habe ich noch ein paar schwarze, glaube ich, da, ja. Aber die Nachfrage war so groß die letzten zwei Monate. Das Blau ist schön. Wahnsinn. Ja. Blau ist wirklich sehr schön. Vor allem, es ist ein Tiefeinstieg, wo du auch wirklich richtig schön gut durch kannst. Viele Hersteller machen ja in diesem Bereich das Ganze ein bisschen enger, wo du nicht so schön absteigst. Aber hier hast du wirklich ohne Probleme Platz und Beinfreiheit. Ja, der Vorbau, den kannst du komplett anpassen. Den Vorbau kannst du natürlich auch anpassen. Du hast hier einen Lenker, der ist ein bisschen krummt, also mit so aufrecht sitzt und dann natürlich komfortabel und dann kannst du noch ein bisschen mit der Höhe spielen. So, also da steht's, das Ganze das mit. Video haben wir natürlich auch nochmal gedreht als Herrenversion in Schwarz-Matt und wir hatten das ja auch in Blau-Herren letztes Jahr gedreht. Die letzte Version könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn ihr sagt, ich hätte gerne das Herrenversion. Solange der Vorrat reicht, das waren jetzt die letzten bis zwei, die man halt noch von Bosch bekommen konnte, noch bauen konnte. Und ja, wenn die weg sind, dann sind die halt weg. Da kann ich sie nicht mal nachbestellen. Aber es wird da natürlich auch irgendwann mal einen Nachfolger geben. Aber sicherlich auch nicht zu dem Preis. So, Carbonriemen, Gates? Gates, Carbonriemen. Ist immer sauber. Brauchst du nichts zu fetten. Funktioniert immer. Ist ein bisschen jetzt verstaubt, weil wir eine riesen Baustelle drin haben. Das hast du ja vorhin gesehen. Genau. So, hier steht's. Also eine E-Bike-Gabel ist vorne drauf, das Guderreit. Machen wir gerade den Weitwinkel ein bisschen rein, dann sind wir ein bisschen besser. Bitte? Da musst du sehr selten wegen der Wartung in die Werkstatt. Das meiste, was bei einem E-Bike anfällt, ist Antrieb, dass hier die Kassette oder Kette, irgendwas hier nicht stimmt. Hier hast du halt deine Ruhe bis für 10.000 Kilometer. Du hast keine Kette, das ist der Vorteil. Genau, du brauchst nichts mehr zu fetten, da kann nichts ausleihen etc. Und du hast halt nur die Bremsbeläge,
die jetzt anfallen oder auch die Reifen, die kannst du aber auch selbst tauschen. Das heißt, du musst die Werkstatt sehr wenig besuchen. Also wenn man ein bisschen handwerkliches Geschick hat, da wird auch einmal gezeigt, wie du das hier ein- und ausfädelst. Du kannst das Rad ja abnehmen, ohne den Riemen zu demontieren. Also du musst den nicht aus dem Rahmen rausnehmen, oder? Nö. Nee, ist nämlich hier vorne ist dieser Link, das kann man hier schön sehen, der kann geöffnet werden, da kommt der Riemen raus. Aber du sagst, das Problem ist so ein bisschen, wenn du hinten Platten hast, aber das ist auch machbar. Also wenn du das ein-, zweimal gemacht hast, ohne Probleme kriegt man das auch hin. Ich habe 90% aller Löcher konnte ich durch Pannenspray beheben. Das ist eine Geschichte, die ich mir damals sogar gekauft hatte im Decathlon, 10 Stück für 3 Euro. Wir empfehlen es aber sehr oft nicht, weil es eine Riesensauerei gibt später, wenn ich du den Mantel rausnehmen willst. Nö, ich habe den Mantel, ich sag mal, den Schlauch nehme ich raus, den wechsle ich sowieso zu Hause dann, ja. Mache einen neuen Schlauch rein, das geht eigentlich problemlos. Aber wenn du unterwegs bist, hast du jetzt nur einen Dorn oder sowas drin, ist das hier eine Bereifung, die schon ein bisschen was ab kann, die Ballonbereifung? Jein, also da ist eine leichte Dings drin, aber da ist jetzt nicht wie bei Marathon Plus so eine richtige Plastikschicht hier drin, damit da wirklich auch spitze Gegenstände nicht reingehen, weil sonst würde das viel zu schwer werden. 500 Wattstunden langt für den Bosch Performance Line Motor, der sehr leise ist, bis zu 100 Kilometer und das ist aber realistisch. 20, 130 Kilometer schaffen die Leute, ja klar. Das ist auch ein Trekkingrad, also das... Es läuft leicht. Kein Mountainbike, wo du mit wenig Luftdruck viel... Alpenüberquerung mit dem Rad kann man natürlich auch machen. Ne? Aber der Performance Line ist, also das Fahrrad ist einfach für Leute, die einen Autoersatz suchen, damit jeden Tag zur Arbeit gehen, wieder heimkommen, damit einkaufen wollen, einen Anhänger dran machen wollen vielleicht. Das geht alles und das reicht vollkommen aus. 65 Newtonmeter waren noch vor 3 Jahren Mountainbike-Motor. Das so. Weiß ich noch. 14. September, es ist Spätsommer, 21. September ist ein Sommerschluss. Ihr merkt das Ganze, 100 Jahre Switchback Bornemann noch bis nächstes Jahr rein, denn es hat ja irgendwie angefangen dieses Jahr. Es sind mehrere 100 Stück da, 4.399 Euro, wie es hier steht, mit Rohloff elektrisch, Gatesriemen, mit Shimano Bremsanlage, Luftfederung, und. Also ich kann mich selten erinnern, dass es wirklich für das Geld so viel Fahrrad gab. Also das gibt es ihm auch recht. Ne? Das ist wirklich ein krasses Angebot. Da sind wir auch froh, dass wir mit der Firma Gudra das ganze Aktion starten konnten. Haben wir auch lange geplant. Und jetzt geht's los. Also es ist schon vor 2 Monaten losgegangen und jetzt haben wir noch ein paar Stück und dann genau. So, Thema Bike-Leasing geht auch. Das heißt, auch bei dem Angebot, ist das möglich? Bike-Leasing kommt immer 6%. Egal ob Jobrad, Bike-Leasing oder Business-Bike, kommt immer 6% noch extra auf den Angebot. Das ist der Barpreis. Genau. Das heißt, wenn ich Bike-Leasing mache, zahle ich plus 6%, kann es aber dann... Leasingsgebühren zahlen oder beziehungsweise auch die Jobrad. Genau. Da bist du ganz transparent und sagst, okay, das zahlt dann der Kunde, in dem Fall die 6%, weil das wäre dann mal dein Anteil. Bei dem Preisangebot geht es einfach nicht, oder? Genau. Und wir haben auch dann... Normalerweise sind auch Räder, die reduziert sind, mit Leasing nicht möglich, weil man spart ja sowieso die 35%, aber wir haben dieses Jahr, weil wir halt auch die 100-Jahre-Aktion hatten, gesagt, okay, wir können auch reduzierte Räder bei uns nehmen, da rechnen wir einfach die 6% Leasinggebühren dazu. Aber trotzdem, bei dem Fahrrad, da sparst du ja mit Leasing nochmal zusätzlich 35%. Also nochmal, dann der Wahnsinn. Gut, super. Das Ganze gibt es bei Switchbike Bornemann in Gießen. Wie gesagt, Mitte September filmen wir 2023, solange Vorrat reicht. Tschüss. Schaut gerne bei uns auf der Website. Da könnt ihr noch sehen, welche Rahmengrößen es da dann noch verfügbar sind. Der Shop hat alles drin. Genau. Und schreibt uns einfach eine E-Mail, da gucken wir mal noch.